Meine im Herrn herzlich lieben Geschwister, ich sitze jetzt gerade hier an meinem Schreibtisch zu Hause und verbinde mich intensiv mit euch. Ihr seid jetzt Teilnehmer am ersten Telefon-Podcast des Bezirks Pforzheim. Erlaubt mir zuallererst den Brüdern und Schwestern herzliches Dankeschön zu sagen, die das technisch möglich gemacht haben, die diese Idee ersonnen haben und die euch alle angesprochen haben und die Einwahldaten an euch weitergegeben haben. Erlaubt mir, euch ein Bibelwort nahezubringen, das mich seit einigen Tagen intensiv bewegt. Es ist das Wort, das wir im Jesaja-Buch finden, dort im Kapitel 54, im Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ihr lieben Geschwister, wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, dass Berge weichen können und Hügel fallen, dann habe ich zwei Bilder vor meinem inneren Auge. Ein Berg, so ein Fixpunkt im Leben, wo man eigentlich als Mensch draufblickt und sagt, ich weiß ganz genau, welche Himmelsrichtung dieser Berg von mir steht. Ich weiß ganz genau, wie hoch das er ist. Ich weiß ganz genau, was er mir zeigt. Dann ist der liebe Gott sehr wohl, der beobachtet hat, wie über Jahrtausende und Jahrmillionen dieser Berg, dieses Gebirge entstanden ist. Und der auch weiß, wie sich es in der Zukunft verändern wird. Wir Menschen erleben normalerweise nicht, wie Berge weichen oder sich verändern. Aber gerade verändert sich unheimlich viel um uns herum. Ein Fixpunkt ist weggebrochen, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr zusammen sein, dass wir das Gefühl haben, die Menschlichkeit, das nahe Zusammensein ist weggebrochen. Ja, die Zeiten verändern sich. Und auch ein Hügel, so ein erhöhter Punkt, auf den man regelmäßig hinaufgehen kann, runterblicken kann und sich orientieren kann, mal wieder etwas genauer sehen kann, etwas von oben sehen kann. Das zeigt für mich das Bild eines Gottesdienstes. Und auch dieser Hügel scheint gefallen zu sein. Wir haben nicht mehr die Chance, im Gottesdienst, so wie wir es gewohnt sind, zusammenzukommen und das Wort Gottes zu kommen und zu sehen, was der liebe Gott uns zeigen will. Aber ihr lieben Geschwister, lasst uns auch auf den zweiten Teil dieses Worts konzentrieren. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Die Gnade Gottes, dieses unverdiente Geschenk, das er uns immer wieder zur Verfügung stellt. Die Gnade, die wir uns mit gar nichts verdient haben, wo er trotzdem sagt, durch Jesus Christus, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und diese Gnade, die noch darüber hinausgehen soll, nämlich in die Zukunft hinein, wo der Herr Jesus versprochen hat, dass er einfach nur hingeht und die Städte bereitet, um dass wir dann irgendwann bei ihm sein können. Komme, was da wolle, da mögen Berge weichen und Hügel fallen, aber diese Gnade Gottes soll nicht von dir und nicht von mir weichen. Und der Bund des Friedens, den der liebe Gott dir und mir angeboten hat, den wir geschlossen haben an der Versiegelung, an der Taufe und da, wo wir Kinder waren, festgemacht haben, dann in der Konfirmation. Diesen Bund, den wir gemeinsam im Frieden geschlossen haben, auch dieser Bund wird niemals hinfallen. Geschwister, lasst uns diesen Frieden jetzt ganz besonders erleben. Der Frieden, der über jede Vernunft und über allen Verstand hinausgeht. Lasst uns Friedensboten sein können in dieser Zeit, in unser Umfeld hinein, das wir jetzt nicht persönlich treffen können, aber am Telefon, indem wir anrufen können oder indem wir auch einen Brief schreiben oder indem wir einfach über die Medien, die uns zur Verfügung stehen, zusammenstehen. Ihr lieben Geschwister, lasst uns diese Situation jetzt nutzen, um noch mehr zusammenzustehen in unserer Stärke der Gemeinschaft. Lasst uns ganz eng zusammenrücken. Wenn es auch äußerlich nicht geht, dann innerlich. Ich bin herzlich und gerne zusammen mit den stellvertretenden Bezirksvorstehern mit euch verbunden. Wir beten regelmäßig füreinander und sagen auch Dankeschön für eure Gebete. Wir freuen uns schon heute, wenn wir uns, nachdem sich das ein oder andere wieder bewegt hat und verändert hat, alle wieder gemeinsam sehen können. Ich sende euch herzliche Grüße in die Küchen, in die Wohn- und in die Schlafzimmer, in eure Wohnungen hinein und freue mich auf
alle Verbindungen, die wir in der nächsten Zeit miteinander haben dürfen und spüren dürfen. Bleibt schön treu, bleibt schön in dem Frieden und in den Segen Gottes. Macht's gut, euer Carsten Müller. Kurzfassung des Gottesdienstes unseres Bezirksapostels Michael Erich vom 22. März 2020, der aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuhörer vor Ort in die Wohnzimmer per Telefon und Internet übertragen wurde. Textwort: Jeremia 15 aus Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, und so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Auch heute gilt das Wort Jesu: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, Matthäus 18, Vers 20. Es ist für uns heute ein Trost, die Worte zu hören: Ich bin bei euch und ich komme wieder. Bereits Jeremia erlebte Gottes Wort als Speise, Freude und Trost. Konkret heißt das, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Lasst uns für das Positive danken, denn wir haben sein Wort und aus seinem Wort wird auch uns Freude, Speise und Trost. In der Wüste antwortete Jesus dem Teufel auf eine Versuchung: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht, Matthäus 4, Vers 4. Gottes Wort ist also auch Gottes Wille. Als Jesus auf seine Mutter und seine Brüder aufmerksam gemacht wurde, antwortete er: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun, Lukas 8, Vers 21. Wer hört und danach tut, hat eine besondere Nähe zu Jesus. Zum Hören und Tun gab Jesus das Gleichnis von den vier Ackerfeldern. Dort, wo der Same auf den Weg fällt, tritt Oberflächlichkeit ein. Dort, wo der Same auf den Felsen fällt, ist zunächst Freude. Sie wird aber durch Alltagssorgen überwuchert. Nimm dir Zeit und denke auch an das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Fällt der Same unter die Dornen, erhält er keinen Sauerstoff. Einerseits sind es die Sorgen, andererseits aber auch die Freuden dieser Zeit nach dem Motto: Lasst uns heute leben, denn morgen sind wir tot, die dem Wachstum hinderlich sind. Wenn der Same auf gutes Land fällt, heißt das, er bringt Frucht. Das Wort Gottes ist weiterhin auch in diesen Zeiten unter uns. Und wenn es nur zwei bis drei Gedanken sind, die wir aus einem Gottesdienst mitnehmen, können wir uns mit diesen beschäftigen, im Herzen bewahren und ein Segen für andere sein. Lass sie mit Freimut dein Wort reden, Apostelgeschichte 4, Vers 29. In seinem Mitdienen tröstete uns Apostel Schnoffer: Ob allein oder im kleinen Kreis, wir sind nicht allein. Mein Segensträger, mein Bruder und meine Schwester, sie beten für mich, Gott liebt uns noch genauso wie vor einigen Wochen. Psalm 139 zeigt uns seine Gegenwart: Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Lasst uns das Evangelium leben, indem wir Vertrauen auf Gott haben, intensiv beten, auf uns selbst achten, den anderen nicht vergessen, auf das sehen, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben, und uns Zeit für Dinge nehmen, für die wir bisher keine Zeit hatten, zum Beispiel Glaubensgespräche führen, in der Bibel oder im Katechismus lesen.
Ich will, dies Wort ist mächtig. Ich soll, dies Wort wirkt schwer. Das eine spricht der Diener, das andere der Herr. Lass beides eins dir werden, im Herzen ohne Groll. Es gibt kein Glück auf Erden, als wollen, was man soll. Der alte Brunnen, ein Gedicht von Arthur Klemann. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Wie segensreich ist doch solch Leben, nur immer geben, immer geben. Mein Leben soll dem Brunnen gleichen, ich leb, um andern darzureichen. Doch geben, geben alle Tage, sag Brunnen, wird dir's nie zur Plage. Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle. Mir fließt es zu, ich geb nur weiter. Drum klingt mein Plätschern froh und heiter. Nun leb ich nach des Brunnens Weise. Zieh stille meine Segenskreise. Was mir von Christo fließt ins Leben, das kann ich mühelos weitergeben. In diesen schwierigen Zeiten auf Gott vertrauen. Ein Interview über die Auswirkungen der Corona-Krise mit Stammapostel Jean-Luc Schneider. Zürich. Das herausragende Thema in diesen Tagen ist die Corona-Pandemie. Jeden Tag kommen neue Hiobsbotschaften in die Nachrichten. Was sagt der Stammapostel der Neuapostolischen Kirche dazu? Er wendet sich mit einem Appell des Vertrauens an seine Glaubensgeschwister. Stammapostel Schneider. Die Corona-Krise hält weltweit die Menschen in Atem. Auf allen Kontinenten gibt es bislang schon viele infizierte Menschen und sogar Todesopfer. Haben Sie ein Wort des Trostes? Ich nehme diese Krise sehr ernst. Schätzungsweise sind weltweit schon 8.000 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Über 200.000 sind infiziert. Stand 21.03.2020. Und es wird leider noch viel mehr Opfer geben. Wir nehmen Anteil am Leid der Betroffenen und beten für sie. Wir danken all denen, die sich einsetzen und den Menschen jetzt beistehen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen in solchen Situationen bereit sind, anderen zu helfen. Gerade in diesen Tagen können wir von unseren Glaubensgeschwistern lernen, die früher schon großes Leid erfahren haben. Planmäßig sollte ich nächste Woche in Indonesien sein. Dort sind allein 2018 über 2.500 Menschen bei zwei Erdbeben ums Leben gekommen. Die Einwohner dieser Inseln haben keine Möglichkeit, sich von dieser heutigen unsichtbaren Gefahr zu schützen. Ich meckere vielleicht manchmal ein wenig, weil ich wegen der Ausgangssperre in Frankreich zu Hause bleiben muss. In Afrika leben hunderttausende Menschen, darunter auch sehr viele Glaubensgeschwister, in einem Flüchtlingslager, wo sie mehr oder weniger festgehalten werden. Die Corona-Krise wird leiderorts auch dramatische wirtschaftliche Konsequenzen haben. Und das wird, wie immer, zuerst die treffen, die jetzt schon kaum etwas haben. Das bekümmert mich sehr. Ich muss an die 75.000 Glaubensgeschwister aus dem Kasai denken, die 2017 innerhalb einer Woche alles, wirklich alles verloren haben und ins Ausland oder in den Wald fliehen mussten. Ja, wir können uns nicht mehr zum Gottesdienst versammeln. Das schmerzt. Doch auch da denke ich zurück, vor einigen Wochen war ich in Westafrika. Dort werden Christen umgebracht, wenn sie einen Gottesdienst beiwohnen. Und ich denke auch an die Glaubensgeschwister, etwa in Russland oder auf abgelegenen Inseln im Pazifik, die nur alle paar Wochen oder vielleicht Monate reguläre Gottesdienste mit der Feier des Heiligen Abendmahls erleben können. Ich sage das alles nicht, um die Corona-Krise kleinzureden. Ganz im Gegenteil. Ich will uns damit nur aufrufen, von unseren Glaubensgeschwistern zu lernen, die in diesen Ländern unter solchen Umständen leben. Warum können sie trotz aller Anfechtung stark bleiben? Weil sie tief in Christus verwurzelt sind. Ihre Liebe zum Herrn, das ist ihr Geheimnis. In dieser schwierigen Zeit, die wir heute durchleben, wird uns bewusst, dass Angelegenheiten, die uns noch vor einigen Wochen beschäftigt oder belastet haben, auf einmal völlig unwichtig werden.
Jetzt geht es vor allem darum, unsere Beziehung zu Christus zu bewahren. Lasst uns fest in der Liebe zu Gott bleiben. Denen, die ihn lieben, wird der Herr immer in besonderer Weise beistehen. Die Verheißung Gottes bleibt: denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge, sogar die Corona-Krise, zum Heil. Siehe Römer 8, Vers 28. Sie selbst können momentan auch nicht reisen. Wie sehen Ihre nächsten 2 Wochen aus? Aufgrund der behördlichen Beschränkungen musste ich alle geplanten Reisen bis zum 10. April absagen. Im Moment weiß niemand, wie sich die Situation in der Folgezeit entwickeln wird. Ich werde mich wie alle anderen Menschen in diese Situation hineinschicken. Ich bin aber nicht mutlos, nicht ohne Hoffnung. Ich weiß, dass Gott bei uns ist und seine Kinder auch oder gerade in schwierigen Situationen nicht allein lässt. Nur Mut, es geht weiter. Das kirchliche Leben ist nahezu zum Erliegen gekommen. Gottesdienste können kaum noch stattfinden. Was raten Sie Ihren Glaubensgeschwistern? Bleiben Sie zu Hause und machen Sie das Beste aus dieser Situation. Soweit möglich konnten die Bezirksapostel es so einrichten, dass die Glaubensgeschwister von zu Hause aus Übertragungen eines Gottesdienstes verfolgen können. Wir wissen nicht, warum er eine solche Situation zulässt, aber ich bin gewiss, dass diese Zeit des geistlichen Mangels dazu beitragen wird, dass wir mehr denn je erkennen, wie wichtig der Gottesdienst, der Amtsträger und das heilige Abendmahl für uns sind. In diesen zentralen Gottesdiensten mit Übertragung wird kein heiliges Abendmahl gefeiert. Das ist richtig. Diese Gottesdienste werden gemäß der üblichen Liturgie durchgeführt, jedoch ohne die Feier des heiligen Abendmahls. Es wäre unangemessen, wenn einige wenige Geschwister das heilige Abendmahl feiern können, während Tausende, die von zu Hause aus am Gottesdienst teilnehmen, darauf verzichten müssen. Könnte das Sakrament nicht gefeiert werden, wie in einem Gottesdienst für Entschlafene? 2 Stellvertreter nehmen die Hostien für verlangende Seelen. Etliche Brüder und Schwestern haben das in den letzten Tagen schon vorgeschlagen. Der Dienstleiter könnte das Abendmahl an 2 Amtsträger darreichen, die es stellvertretend für die Geschwister an den Übertragungsstellen empfangen würden. Nach sorgfältiger Überlegung und in Abstimmung mit den Bezirksaposteln Europas, die es ja als erste betraf, habe ich entschieden, diesem Vorschlag nicht nachzukommen. Warum nicht? Das heilige Abendmahl ist ein Sakrament, dessen Heilswirkung in unserem Katechismus beschrieben ist. Wir können dessen Spendung nicht einfach pragmatisch nach aktuellen Bedürfnissen gestalten. Es liegt in der Verantwortung des Apostolats und insbesondere des Stammapostels, die Heiligkeit des heiligen Abendmahls zu wahren. Was das Abendmahl für Entschlafene betrifft, sind wir davon überzeugt, dass Heilshandlungen den Entschlafenen gespendet werden können und müssen. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, Lebende hinzuzuziehen, die die Seelen der jenseitigen Welt repräsentieren. Aber diese Vorangehensweise kann nicht auf Lebende übertragen werden. Wir müssen Christi Leib essen und sein Blut trinken, indem wir in würdiger Weise die Hostie empfangen, die von einem priesterlichen Amt ausgesondert und dargereicht wird. Und eine andere Möglichkeit, wie ausgesonderte Hostien vorab zur Verfügung stellen, gibt es auch nicht? Wir kennen diese Praxis seit vielen Jahren in unserer Kirche. Gläubige erhalten ausgesonderte Hostien, damit sie ohne Anwesenheit eines Amtsträgers das heilige Abendmahl feiern können. Dies ist beispielsweise bei denjenigen der Fall, die Seelsorgebriefe erhalten. Allerdings muss diese Praxis eine Ausnahme bleiben. Sie kann in keinem Fall die Feier des heiligen Abendmahls in der Gemeinschaft der Gläubigen vollgültig ersetzen. Es muss klar gesagt werden, eine Feier des heiligen Abendmahls, welches für den Gläubigen darin besteht, von zu Hause aus auf einem Bildschirm eine Person zu sehen, die für ihn und an seiner Stadt die konsekrierte Hostie empfängt, hat nicht dieselbe volle Heilswirkung wie eine wahrhaftige Feier des heiligen Abendmahls. Was empfehlen Sie den Glaubensgeschwistern also? Ich weiß, dass vielen Glaubensgeschwistern das heilige Abendmahl bis zum Ende dieser Pandemie verwehrt bleiben wird. Ich teile Ihr Leid, da auch ich bis auf Weiteres aufgrund der Ausgangssperre auf mein Zuhause beschränkt bin. Wir wollen aber gerade in diesen Zeiten der Bedrängnis auf Gott vertrauen. Vertrauen wir Gott. Er weiß immer, wie er denen, die ihn lieben, das geben kann, was für ihr Heil unverzichtbar ist. Stammapostel Schneider, haben Sie vielen Dank für dieses Interview.
Hallo, liebe Geschwister. In diesen schwierigen Tagen stehen Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung wie nichts anderes im Vordergrund. Deshalb möchte ich euch heute eine Aktion der Jugend vorstellen, die bereits in einigen Gemeinden stattfindet. Noch kurz zu mir. Mein Name ist Rebecca Kieselmann und ich gehe in die Gemeinde Bayernstraße. Wie wir alle wissen, gehören Personen der Altersgruppe 60+ zur Risikogruppe des Coronavirus und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie bei einer Erkrankung einen schweren Krankheitsverlauf haben werden. Aber auch Personen über 50, die an Diabetes, Krebs oder einer Herz-Kreislauf-Schwäche leiden, sind stark gefährdet. Diese Gruppen sollen soziale Kontakte meiden und am allerbesten zu Hause bleiben. Aus diesem Grund möchte ich euch im Namen der Jugend Folgendes anbieten. Wenn ihr zu dieser Risikogruppe gehört, können wir gerne für euch einkaufen gehen. Solltet ihr den Bedarf haben, meldet euch bei eurem Hauspriester, dem Jugendleiter eurer Gemeinde oder eurem Vorsteher und fragt nach, ob es dieses Angebot gibt. Wenn diese Möglichkeit in eurer Gemeinde besteht, wird sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche bei euch telefonisch melden und ihr könnt ihm dann eure Einkaufsliste nennen. Die Jugendlichen würden dann für euch einkaufen und den Einkauf vor eurer Haustür abstellen, sodass auch hier kein unnötiger Kontakt entsteht. Bitte zögert nicht, euch an euren Hauspriester, Jugendleiter oder Vorsteher zu wenden und nehmt das Angebot wahr. Wie es auch der Bezirksapostel nach dem Gottesdienst am Sonntag gesagt hat, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt bitte zu Hause und vor allem bleibt gesund. Liebe Glaubensgeschwister im Seniorenstand, vorliegender erster Telefonpodcast gilt zunächst uns. Täglich werden die Bedingungen verschärft, um das Coronavirus eindämmen zu können. Wir sind aufgefordert, mehr oder weniger zu Hause zu bleiben. Wir, die Senioren, sind in mehrfacher Weise belastet. Einerseits litten etliche von uns in der Vergangenheit bereits sehr unter dem Alleinsein. Andererseits gelten wir als eine der großen Risikogruppen und sollen möglichst großen Abstand zu Kontaktpersonen halten. Keine Besuche der Kinder, keine Besuche der Enkel, keine Besuche von Freunden und Bekannten, keine Gottesdienstbesuche. Das war die Grundidee für diesen Telefon-Podcast. Heute hörten wir ein Grußwort unseres Bezirksältesten, eine Kurzfassung des Gottesdienstes unseres Bezirksapostels vom 22.03.2020, das eingesprochene Interview mit unserem Stammapostel, einen Beitrag unserer Jugend sowie zwei Gedichte. Wir können uns noch viel mehr vorstellen, so zum Beispiel eingelesene Artikel unseres Schriftguts, passende Beispiele und vieles andere mehr. Dann auch Erinnerungen, wie war es damals? Oder Tipps zur Bewältigung des Alltags in diesen Zeiten. Ganz interessant wären Glaubenserlebnisse, die wir in der Vergangenheit hatten oder derzeit erleben. Schreibt uns doch auf die Mailadresse senioren-ak-pf@web.de. Ich wiederhole, senioren-nak-pf@web.de. Das Gebot der Stunde ist, wir wollen enger zusammenrücken, deshalb lasst uns voneinander erfahren, uns miteinander freuen,
miteinander weinen, miteinander glauben, miteinander vollenden. Maranatha, unser Herr kommt. Wenn ihr möchtet, würden wir am Dienstag, 31. März 2020 um 17 Uhr den Telefon-Podcast Nummer 2 übertragen. Nach der nächsten Musik beten wir noch zusammen mit unserem Bezirksältesten. Lasst uns in einem gemeinsamen Gebet verbinden. Allmächtiger Gott, liebevoller, großer himmlischer Vater, wir kommen in einer sehr besonderen Zeit, in einer sehr besonderen Rahmenbedingung nun zu dir. Wir sind gemeinsam per Telefon verbunden. Wir wollen trotzdem uns im Gebet, in einem Werkzeug, das du uns an die Hand gegeben hast, verbinden. Miteinander, mit dem Apostolat und mit dir. Erlaube uns Dankbarkeit, Fragen, Sorgen und Bitten für uns und für andere darbringen zu können. Hab herzlichen Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem medizinisches System aufgebaut ist. Dass wir in einem Land leben, in dem die Entscheider besonnen und aber trotzdem konsequent reagieren. Hab herzlichen Dank, dass wir in einer Zeit sind, in der sowohl die Technik als auch die Medizin einiges erlaubt, um mit dieser Pandemie umgehen zu können. Himmlischer Vater, nimm doch all die Geschwister, all die Menschen, all diejenigen, die wir nun im Herzen tragen, an und auf. Hilf ganz besonders dort, wo Krankheit eingekehrt ist. Hilf ganz besonders dort, wo Menschen sich mit dir verbinden, die es vielleicht schon seit Jahrzehnten nicht mehr getan haben. Hilf ganz besonders dort, wo Helfer im Einsatz sind, Tag und Nacht und sich unermüdlich einbringen. Hilf dort, wo man zu Hause sitzt und sich alleine fühlt. Himmlischer Vater, hilf jedem von uns. Lass deinen Heiligen Geist wirken. Lass diese Wirksamkeit spürbar sein. Lass uns spüren, dass wir zusammen sind, auch wenn wir es gar nicht sind. Hilf jedem Einzelnen, der sich immer wieder bei dir nähert. Du weißt, es ist auch manches, was auf der wirtschaftlichen Ebene gerade passiert. Manche machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, andere machen sich Sorgen ums Ein- und Auskommen, andere machen sich Sorgen, wie das wohl weitergehen soll, wenn man nicht mehr besucht werden kann. Himmlischer Vater, wir erleben gerade eine Zeit, in der auch Europa einmal eine Krise erlebt. Wir haben immer im Zuschauen zugeschaut, wie in Afrika Menschen in schwierigste Situationen kommen. Wir haben zugeschaut, wie im Nahen Osten Verhältnisse geschaffen sind, die für uns unvorstellbar waren. Wir haben zugeschaut, wie Naturkatastrophen Landstriche verwüstet hat, aber es war halt immer weit weg. Entschuldige uns, wenn wir jetzt zu deinem Thron kommen, wie ganz reumütige Kinder und sagen, himmlischer Vater, so fühlt sich das also an, wenn Berge weichen und Hügel fallen. Wir vertrauen auf dich, wir pochen auf dich. Hilf uns, dass wir auch als Gesellschaft aus dieser Krise herauskommen, und zwar gestärkt. Dass der Egoismus, der diese Zeit so stark geprägt hat, zurückgedrängt wird und Solidarität den Platz macht. Allmächtiger Gott, lass die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinschaft der Menschen spürbar offenbar sein. Dein lieber Sohn hat uns ein Versprechen gegeben, nämlich, dass er ganz bald wiederkommt. Lass dies doch auch Realität werden. Handle souverän und lass viele teilhaben können an dieser Wiederkunft deines Sohnes. Lass den nächsten Teil des Heils- und Erlösungsplans anbrechen. Und allmächtiger Gott, wir verbinden uns auch mit all unseren Segensträgern, ganz besonders mit dem Apostolat. Lass die Verbindung da und spürbar sein. Und all das, was jetzt jeder einzelne Mitbeter noch mit in dieses Gebet hineingelegt hat, möge Vollgültigkeit sein. Leg alles weitere hinzu. Wir bitten's in Jesu Namen. Amen.
Dies war der erste Telefon-Podcast für die Senioren der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Pforzheim. Neben unserem Bezirksältesten Carsten Müller sprachen Uwe Baumeister aus Kronbach, Michael Bechtold aus Neulingen, Norman Denzingö aus Büchenbronn, Rebecca Kieselmann aus der Gemeinde Pforzheim-Bayernstraße, Wolfgang Müller aus der Gemeinde Pforzheim-Brötzingen, Florian Schmidt aus Eisingen, die Orgel der Stiftskirche Stuttgart spielte Markus Trejer aus Mühlacker, Gesamtleitung und Technik Wolfgang Müller.